Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, und jetzt uns zugeschaltet aus dem Vizekanzleramt, aus seinem Büro, unser Vizekanzler Werner Kogler. Schönen Abend, Herr Kogler. Das ist das Schöne an Skype, man kann auch so ganz schnell spontane Schaltungen zugrunde schalten. Und danke, dass wir da heute noch ein bisschen über die Regierungsklausur sprechen können. Sie haben ja gestern von einem Mega-Wumms gesprochen. Man könnte sagen, ein Wumms, das ist meistens eine Detonation und nicht viel dahinter. Na ja, zuerst einmal schönen guten Abend zu Ihnen in die Redaktion. Zweitens, die Erklärung geht so, wir haben das verglichen, ich habe das selber übernommen und bin fast vollständig durchgekommen, die Maßnahmen, die Ziele und vor allem die Zahlen verglichen mit der Bundesrepublik Deutschland. Und dort wurde ein auf Österreich umgelegtes 13 Milliarden Euro Paket mit Wumms bezeichnet. Also habe ich mir erlaubt, die gesammelten, geballten Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung mit jetzt bis zu 50 Milliarden Euro und entlang der Klausur mit fast 20 Milliarden Euro als Megawumms zu bezeichnen. Eine Dusche ist es schon, aber es ist keine Sprenggeschichte. Da steckt schon sehr viel dahinter. Viele Maßnahmen gehen ja beginnend mit Herbst ins nächste Jahr hinein. Gerade die Investitionen. Also das ist ja im doppelten Sinn nachhaltig. Sie halten länger an. Wir haben das mit den Wirtschaftsforscherinnen und Forschern durchgeredet. Manche startet ja noch nicht im Juni oder Juli, besser erst im September, Oktober, wenn es dann wirklich gebraucht wird. Und insofern hat das einen großen, großen Nachhall. Und es ist aus zweiten Grund im Übrigen nachhaltig, weil sehr, sehr viele ökologische Investitionen drinnen sind. Es war natürlich uns wichtig, dass wir nicht in die alte Industrie, sondern schon in die neue, moderne investieren. Ja, jetzt hat uns der Werner Kogler ja praktisch persönlich versprochen, erstens, er wird sich darum kümmern, dass jeder Einzelne was kriegt, dass es also so eine Art Helikoptergeld auch für jeden Einzelnen geben wird und zweitens, dass das sozial ausgewogen ist. Also jeder Einzelne kriegt einmal was. Eine kleine Steuersenkung von rund 300 Euro, aber da hat heute das Momentum-Institut ausgerechnet, dass das extrem unfair ist, weil Kleinverdiener kriegen da im Monat genau 15 Euro, die Besserverdiener aber deutlich über 40 Euro, also mehr als das Dreifache von den Kleinverdienern. Wo ist da die soziale Gerechtigkeit, lieber Werner? Naja, zwei Dinge. Wir haben ja bei jenen, die Steuer zahlen und nur dort kann man zunächst Steuern senken, bei den Untersten und Unteren angesetzt. Allerdings entlang des österreichischen Steuersystems profitieren dann alle im gleichen Ausmaß davon. Das sind im Übrigen in der Regel 350 Euro im Jahr. Das ist das eine. Dann gibt es welche, die ganz wenig Steuern zahlen, die können also gar nicht so viel davon haben und machen zwar gar keine Steuern, weil sie schon keine Lohn- und Einkommensteuern im Übrigen, weil sie schon so wenig verdienen. Für die wurde ja extra ein Nachlass bei den Sozialversicherungsbeiträgen kreiert, damit man dort zu einer Entlastung kommt. Und natürlich würden es die am stärksten brauchen vielleicht. Allerdings kannst du das nur so weit machen, soweit überhaupt Steuern und dann wieder Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden. Und genau das passiert ja auch. Dass Löhne in Österreich für manche Branchen sehr, sehr niedrig sind, ist ja ein altes Thema. Da bin ich ja selber froh, wenn die Gewerkschaften mehr zusammenbringen in Zukunft. Und falls es, und das ist ja angekündigt, gerade für bestimmte Branchen diesen Corona-Tausender gibt seitens der Firmen als Anerkennungszahlung, das ist ja für viele angekündigt, den werden wir als Bundesregierung steuerfrei stellen. Also da ist 1.000 Euro brutto, gleichzeitig 1.000 Euro netto. Ja, aber trotzdem, der Kleinverdiener kriegt nur 100 Euro über seine Sozialversicherung, der Großverdiener oder der Besserverdiener oder auch der Mittelverdiener kriegt 350. Das ist doch kein grünes Konzept, Leidl. Naja, das geht. Also ich kann nur Steuern entlasten, dort, wo Steuern zahlt werden, aber ich muss mich ja nicht wiederholen. Im Übrigen, das Verhältnis, wer aller Mittel- und Gutverdiener ist, ist vielleicht auch unterschiedlich. Hier kriegen ja Leute, die 1.800 Euro verdienen, ja schon die 350. Also ob das jetzt schon ein Reicher ist mit 1.800 Euro, wage ich zu bezweifeln.
Wir würden ja langfristig das Steuersystem ohnehin umbauen und da die Lohnpolitik anders gestalten. Das ist aber lange nicht Sache der Politik allein. Und wir werden hier über eine Anhebung der Mindestlöhne wahrscheinlich wesentlich größere Schritte machen können. Wir haben im Übrigen bei jenen, die jetzt gar keine Einkommensteuern zahlen oder Lohnsteuern, ja jetzt schon dieses Instrument, wo ein paar hundert Euro rückvergütet werden. Und da geht sich halt nur mehr ein Hunderter aus dann. Ja? Das ist nicht beliebig verlängerbar. Ich sage Ihnen aber Folgendes noch. Die Sozialdemokratie, ob es jetzt das Arbeitslosengeld ist oder diese Sache, hat lang genug den Kanzler gestellt, aber auf diesem Segment nicht einmal das zustande gebracht. Also lassen wir mal die Kirchen im Dorf. Dort, wo was gegangen ist, ist einiges geschehen. Und das andere sind sowieso Zukunftsaufgaben, gerade die Lohnpolitik in Österreich. Aber die Anhebung der Mindestlöhne, das wäre ja eine wirklich geile Ansage in Zeiten wie diesen. Ja, aber da werden wir auch auf die Gewerkschaften angewiesen sein und ich glaube auch auf die Unternehmen, dass die ihren hübschen Tönen auch mal was folgen lassen. Also diese Tarifverhandlungen, das wird sicherlich im Einzelhandel oder bei den Supermärkten eine Rolle spielen. Und da würde dann natürlich das immer was bringen, was wir jetzt gemacht haben, weil die kommen ja dann alle in diese Stufen rein, die wir gerade entlasten. Dann ist das alles nicht umsonst. Im Übrigen wird ja dauernd die kalte Progression als solches bejammert. Und mit dieser Maßnahme haben wir dann natürlich auch einmal einen zumindest vorübergehenden Ausgleich geschaffen. Früher oder später würden ja auch die Niedrigsteinkommen da hineinwachsen, wo jetzt die größeren Entlastungen sind. Gut, jetzt macht man euch als Regierung den Vorwurf, dass es in Österreich immer wahnsinnig kompliziert, wahnsinnig bürokratisch, fast ein Hürdenlauf ist, zum Geld zu kommen. Es ist nach wie vor nicht klar, wie kommt denn der Verdiener, also der Einkommensbezieher, zu seinen 350 Euro? Die werden ja offenbar nicht aufs Konto überwiesen. Na, das wird eine einfache Angelegenheit dann werden, wenn die entsprechenden zuständigen Ministerien, und da haben Sie ja noch die eine oder andere Woche Zeit, das im Detail am Boden bringen, das werden meiner Prognose und Schätzung nach entweder entsprechende Steuergutschriften sein und bei denen, wir haben es ja gerade gesagt, die keine Steuern zahlen, kann man bei der Sozialversicherung dann in diesem Ausmaß nachlassen. Also ich denke schon, dass das Finanzministerium das hinkriegt. Diese ganzen Maßnahmen sind ja auf September, Oktober hingedreht. Genau dann, wenn wir am Arbeitsmarkt und in der Konjunktur die größeren Probleme wahrscheinlich kriegen werden, als wir sie jetzt schon haben. Aber Vizekanzler muss mir doch die Frage beantworten können, wie komme ich im September zum Geld? Ist das auf meinem Lohnzettel drauf? Kriege ich es vom Finanzamt als Gutschrift aufs Konto oder muss ich mir es irgendwie holen? Oder wie komme ich zu den 350 Euro? Es wird sicher nicht so sein, dass man sich das holen muss. Ich gehe davon aus, dass das Finanzministerium den unbürokratischsten Weg findet. Diese Details sind ja auf der Regierungsklausur natürlich nicht ausgemacht worden. Da ist ja jedes Ministerium selber zuständig. Aber ich denke schon, dass das über die Steuerrechnung und Abrechnung und entsprechende Nachlässe gelingen wird. Bei der Sozialversicherung, für die, die sozusagen keine Steuer zahlen, ist ja der Weg jetzt schon vorgegeben. Da gibt es dann die Gutschrift bei der Sozialversicherung. Was sagt denn der grüne Vizekanzler zum Vorwurf, dass bis jetzt überhaupt erst 10%, maximal 15% der Anspruchsberechtigten ihr Geld bekommen haben, wo der Werner Kogler immer gesagt hat, jeder muss sein Geld schnell und unbürokratisch bekommen? Das ist ja derzeit ja, offenbar überhaupt erstens, nicht der Fall. Na gut. Naja, also da haben andere schon Vorhalte gemacht und ich glaube, da schreibt einer vom anderen ab, ganz sicher ist nicht, wie die Wirklichkeit ist. Wir gehen den Einzelfällen, die zu uns kommen, nach. Wir haben ja da viel ins Rollen gebracht. Wenn es berechtigte Kritik gibt, da sind ja wir die Ersten, die antreiben. Insgesamt ist aber die Lage nicht so eindeutig wie dargestellt. Erstens
bin ich überzeugt davon. Allein wenn ihr an den Härtefall vordenkt, da gibt es einen anderen Kritikpunkt noch, das wird alles wurde alles saniert, aber dass dort nur 10% der Anspruchsberechtigten was bekommen hätten, ist ja ein völliger Holler, genau umgekehrt, 90% haben was bekommen, jetzt sogar dreimal so viel als vorher, zugegeben, aber erst jetzt und nicht am Anfang, weil das wieder mal eine grüne Nachbesserung war. Insgesamt muss man ja unterscheiden, was war die quasi die Kredit- und Liquiditätshilfe und die Steuerstundung, das ist ja ein Paket, da sind relativ rasch über 10 Milliarden draußen gewesen. Aber langfristig viel wichtiger ist natürlich, das sind die wirklichen Zuschüsse, die ich nicht zurückzahlen brauche, wo ich nicht mit Garantien arbeiten muss. Und da ist noch lange nicht alles draußen. Da würde ich recht geben. Andererseits berechnen die Firmen ja zum Teil jetzt erst ihre Schäden, die sie haben. Und immerhin gibt es auch fast kein Land in Europa, in Österreich, kriegt man wenigstens die Schäden auch ersetzt. Zumindest zu einem bestimmten Teil. Gar nicht so wenig. Jetzt ist der Werner Kogler ein Zahlenmensch, wie wir wissen. Einer, der auch sehr gut recherchieren kann. Zumindest bei der Hypo, hoffentlich auch beim eigenen Budget. Wie viel von den 32 Milliarden Euro sind denn jetzt endlich bezahlt? Wie viel sind draußen? Naja, wir müssen immer aufpassen, was wir jetzt wirklich zusammenzählen. Ja, ich habe gerade gesagt, bei den liquiditätsähnlichen Instrumenten sind sie jetzt vor wenigen Tagen schon über 11 Milliarden gewesen. Die anderen Fonds müsste man separat zusammenzählen. Beim Härtefallfonds sind es 300 Millionen, da wird noch wesentlich mehr nachkommen. Das wirklich das größte Instrument, das zahlt ja erst seit 1. Juni aus, da sind es erst ein paar 10 Millionen. Das stimmt, das ist dieser berühmte Kostenzuschuss. Der wird sich ja bis zum Sommer möglicherweise bei 6 Milliarden einpendeln. Da ist also entsprechend wenig draußen. Aber wie gesagt, die Unternehmen stellen ja die Anträge erst sukzessive. Die rechnen sich ja aus, was sind ihre besten Monate zum Abrechnen. Und da wird noch einiges zustande kommen. Das Wichtigste wäre ja die Kurzarbeit. Und wir informieren uns ja da wöchentlich. Und meine Information sind hier Stand Wochenende schon über 2 Milliarden ausbezahlt. Die Kurzarbeit wird ja auch zunächst beantragt, dann genehmigt, da haben wir Genehmigungen über viele Milliarden tatsächlich. Ausbezahlt sind jetzt über 2 Milliarden, aber das ist ja deshalb, weil man es ja endgültig erst am Monatsende sieht. Also manche Maßnahmen haben ja aus ihrer Natur heraus eine Zeitverzögerung von 1-2 Monaten, bis sie ausgezahlt werden. Wir leben heute in Österreich in einem Land, wo schon die Finanzprokuratur, die immer dabei sitzt, wenn man diese schon von der Richtlinienerstellung weg, auch beim Auszahlen ein bisschen über die Schulter schaut, weil es handelt sich ja am Schluss um viele, viele Milliarden Steuergeld. Und ich hätte auch gern manches schneller und großzügiger draußen gehabt, da bin ich ja nicht falsch zitiert. Allerdings hat auch die andere Seite was Gutes, also da wird sicher kein Steuereuro verplempert oder die berühmten Doppelt- und Fünffachförderungen. Und diese Themen alle hast du ja auch. Und wir werden alle in 1-2 Jahren den Rechnungshof nicht nur im Haus haben, sondern ihr werdet die Berichte haben, wo, wenn wir jetzt nicht genau drauf schauen, dann die Kritik wäre, na, da habt ihr aber einige Milliarden einfach so sozusagen ausgeschüttet. Und das ist halt eine gewisse Abwägungsfrage. Aber mit Juni, in diesen Junitagen, gehen pro Tag weit mehr als eine 100 Millionen Euro Hilfszahlungen raus, über die verschiedenen Töpfe. Das war am Anfang nicht so, das stimmt. Gut, das ist einmal eine spannende Ansage. Kommen wir zu den zwei Ressorts, für die der Vizekanzler direkt zuständig ist, Kultur und Sport. Das ist doch etwas ungewöhnlich, dass Künstler, Veranstalter, sogar der Ostbank, Hurti, bitte vielmals, gegen die grüne Regierung demonstrieren und sagen, das, was da passiert, ist der Grünen nicht würdig. Da werden Konzerne, Großkonzerne gefördert, 7,5 Millionen an Amazon, 4,5 Millionen allein an die Kronenzeitung. Ja. Nur wir als Künstler kriegen nichts. Also diese Mehrwertsteuersenkung ist ja eine Schnapsidee. Die Künstler und Veranstalter haben natürlich, was von der Mehrwertsteuersenkung. Die wissen das auch ganz genau und die ist gar nicht einmal so gering. Das
Das sind die dort. Die Künstler selber, da muss man unterscheiden, die ganz wichtig, was ganz wichtig ist, wo es um die Individuen geht, die ja bis jetzt oft viele Künstler ja schon kein hohes Einkommen hatten, die haben jetzt die Möglichkeit, entweder 6.000 bis 15.000 Euro im Härtefallfonds abzuholen oder sofort und jetzt aber mit heutigen Tag beschlossen und in den nächsten Wochen ausgezahlt, 6.000, also 6 mal 1.000 Euro zu kriegen. Das war ja immer die Maximalforderung, quasi das Künstlergrundgehalt mit 1.000 Euro im Monat einmal, die wird es jetzt genau geben. Und das haben wir eins zu eins genauso durchgesetzt. Was noch ein großes Thema werden wird, ist, was ist mit den vielen Kunst- und Kulturveranstalter? Wenn sie professionell sind, dann können sie die Wirtschaftshilfen in Anspruch nehmen. Wenn sie gemeinnützige Vereine sind, dann kriegen sie Direktzahlungen aus dem Gemeinnützigkeitsbereich. Das ist der Non-Profit-Fonds. Ich habe mir das alles angeschaut. In Europa gibt es das fast nirgends. In der Bundesrepublik mit dem neuen Stichwort Wumms-Paket, die kriegen dort bestenfalls ein Kredit vom Bund. Ja. Bei uns gibt es 700 Millionen, das ist ja bald so viel wie ein Wirtschaftsfonds, Zahlungen für die gemeinnützigen Vereine und da werden sehr viele Kunst- und Kulturvereine dabei sein. Dadurch, dass wir das jetzt erst im Juni, stimmt, ich habe ja das erst vor kurzem übernommen, war ja alles früher beim Finanzministerium, jetzt haben wir das selber übernommen und dieser Tage werden wir klar festhalten können, dass wir schon 50% der Schäden auszahlen können jetzt und im September, Oktober die zweiten 50%. Also, und das muss niemand zurückzahlen. Ich sehe weit und breit wenig Flecken in Europa, wo es sowas überhaupt gibt. Also aber die Künstler- und Kulturszene hat hier mehrfach Zugang zu diesen Mitteln. Außerdem gibt es die Kommunen und die Bundesländer und niemand hat die aufgehalten, die sind eigentlich, das vergisst man in Österreich gern, die sind eigentlich für Kunst und Kultur zuständig. Wir machen gern diese Förderprojekte, keine Frage, wir haben große im Bundesbesitz große Häuser selber, die müssen natürlich auch abgedeckt werden, aber wir haben klargestellt, dass wenn ein Bundesland, wenn eine Gemeinde, egal wo in Österreich, ihre kleineren Kunst- und Kulturvereine, gilt genauso für die Sportvereine im Übrigen, das ist ja der Vorteil, wenn man das gemeinsam macht, wenn die von dort ein Geld kriegen, dann wird das von mir nirgends gegengerechnet. Das ist bei allen anderen Fonds nicht der Fall, weil da ist es oft eine Zutrittsbeschränkung, wenn ich aus einem was kriege, kriege ich aus dem anderen nichts mehr. Hier wird es großzügiger sein und falls irgendwo in irgendeiner Gemeinde ein Verein ein großes Problem gehabt hätte, wäre die Gemeinde ja schon längst eingeladen gewesen, hier einzuspringen und wir würden dann trotzdem unsere Zahlungen noch draufsetzen. Also das ist einmal kein schlechter Finanzservice, glaube ich. Und was sagt der grüne Bundesparteiobmann dazu, dass jetzt mit dieser Mehrwertsteuersenkung 7,5 Millionen Euro an den steuerflüchtigen Konzern Amazon fließen, wo Sie ja selber im Wahlkampf gesagt haben, die kehren einmal zur Ader gelassen und jetzt bekommen sie von dem grünen Staatssekretariat 7,5 Millionen Euro nachgeworfen. Ich habe gedacht, ihr werdet das auf der Klausur reparieren, aber offenbar ist da keine Reparatur geplant. Na, das war der zweite Teil der Frage, danke. Die Anlassgebung ist ja eine völlig andere. Die Buchhändler und die andere Kunstschaffende sind ja mit dieser 5% Steuersenkung deshalb auch avisiert worden, weil die Bundesrepublik haarscharf das Gleiche gemacht hat. Erstens. Zweitens. Was den Buchhandel betrifft, ist Amazon ein relativ mittleres bis kleineres Licht in Österreich. Die wirklichen Absätze gehen ja von den Shops aus nach wie vor, 70-80%. Die haben sich fünfmal bedankt, weil denen hilft es wirklich, gerade in der Konkurrenz zu Deutschland. Und die steigen ja selber stärker in diesen Onlinehandel ein, aber das ist ja momentan gar nicht so wichtig. Aber im Buchabsatz ist Amazon kein dicker Hund. Richtig ist, dass... Ein Drittel des Umsatzes immerhin, ne? Naja, aber richtig ist ja... Ja, nur wir kennen nur deshalb nicht
70-80% der Buchhändler in Österreich, die genau davon sehr viel haben, die haben sich ja zusammengeschlossen und sich dieser Art und Weise das gefordert und sich jetzt auch entsprechend bedankt, dass wir das so gemacht haben, weil andere davon auch noch was profitieren. Richtig ist, dass Amazon keine großartigen Gewinnsteuern in Österreich zahlt und indirekt natürlich in diesem Ausmaß, in dem sie wirklich Kunstprodukte bzw. Bücher absetzen, von dieser Mehrwertsteuersenkung mit betroffen sind. Aber ich kann 80% der österreichischen Buchhändler deshalb hinten lassen, nur weil Amazon auch dabei ist. Das wäre ja von dort her sogar eine Ungleichbehandlung. Man muss aber die, und da gibt es ja eigene Gesetzesvorschläge, diese großen Plattformen tatsächlich dort erwischen, wo sie gar nichts zahlen. Und das sind die Gewinnsteuern. Und da, glaube ich, haben wir mit unserem Regierungsprogramm und mit dem Ansatz mit Kanzler Kurz und da vor allem dem Finanzminister den richtigen Weg eingeschlagen. Das wird ein großes Match, weil es ist ja jedes Mal Auseinandersetzung mit den USA, die dann versuchen, da dann Prügel vor die Füße zu schmeißen. Letzte Frage noch zum Sport, Werner Kogler. Da gibt es heute sehr, sehr viel Aufregung von den Sportverbänden. Der Präsident Niesl sagt, es ist noch kein einziger Cent der versprochenen Hilfe geflossen. Noch kein einziger Cent. Und heute große Empörung auf allen Social-Media-Seiten. Naja. Zwei Dinge. Ich habe ja gesagt, dass wir hier lange Zeit mit den, vor allem mit den Beamten, aber wenn Sie so wollen, mit dem Finanzministerium insgesamt tatsächlich eine Auseinandersetzung geführt haben. Seit wenigen Wochen habe ich das eben übernommen, damit wir selber diesen Fonds bauen. Und das passiert ja auch gerade. Und ich habe ja selber gesagt, es gilt das Gleiche wie für Kunst und Kultur. Es haben alle die gleiche Chance und die gleichen Richtlinien, die vorsehen werden, dass hier sofort 50% rausbezahlt werden und dann, wie gesagt, im September, Oktober noch einmal 50%. Und das muss man nicht zurückzahlen. Also das wird so passieren. Richtig ist, dass aus diesem Topf noch kein Geld geflossen ist. Richtig ist aber auch, dass der Fußballbund und dass Länder und Gemeinden, wie sich's ja auch gehört, hier natürlich schon in Vorlage getreten sind, jedenfalls über weitere Strecken des Bundesgebiets. Und das braucht niemand zurückzahlen. Sie kriegen für uns das Geld dann jetzt eben vor dem Sommer noch zusätzlich. Aber ja, aus diesem Topf der Gemeinnützigen, und da sind wirklich sehr viele Sportvereine dabei, 15.000, das ist richtig, die meisten werden wohl einen Antrag stellen, dass diese Auszahlungen erst beginnen. Das ist richtig. Zwei kurze Schlussfragen noch. Wann werden wieder Zuschauer bei Bundesligaspielen erlaubt sein? Ja, wir haben diese Woche noch die entsprechenden Termine mit der Bundesliga und die Sache muss man ja insgesamt mit Großveranstaltungsregelungen betrachten. Wir haben jetzt eine Regelung bis Ende August. Spannend für die Fußballvereine wird es ja ab September, wenn frühestens der Meisterschaftsbeginn wieder angedacht ist. Das ist noch eine Spur offen. Wir haben gerade Hinweise aus der Bundesrepublik Deutschland, dass die bis Oktober, November hinein nach wie vor nichts zulassen wollen. Wir tendieren dazu, großzügiger zu sein. Ich muss das aber immer mit den Experten stehen. Ich bin da natürlich Lobbyist für den Sport, ist ja logisch, aber ich akzeptiere eine letzte Instanz mit Sicherheit und das ist die gesundheitspolitische, weil das Virus ist nicht weg, das ist noch nicht einmal auf Urlaub und wir haben viele Hinweise, dass es entweder im Sommer schon ein bisschen und im Herbst im großen Stil zurückkommen könnte. Und wir wollen alle keine zweite Krankheitswelle, mit Sicherheit nicht. Und deshalb wird es ein sehr vorsichtiger Anpassungsprozess sein. Aber das Ziel wäre, dass wir im Herbst mit zumindest teilweise gefüllten Stadien rechnen dürfen. Und ich möchte auch in diese Richtung arbeiten. Wir werden uns zu irgendwas verständigen müssen. Langsame Schritte setzen, dann können uns noch nicht gleich voll sein, ist ja logisch weiterhin. Und damit die Ausbreitung weiterhin extrem niedrig zu halten, wie es in Österreich momentan ist. Also jetzt fangen sie leicht zum Steigen an wieder, die Zahlen, haben wir aber alles natürlich noch im Griff. Dass wir langsam vorgehen oder man geht in großem Schritt vor, lässt ganz viel zu. Da muss man aber damit rechnen,
dass erstens die Wahrscheinlichkeit steigt wegen einer zweiten Welle und dass wir dann aber sofort Maßnahmen setzen müssen. Und dann wird es mit Sicherheit wieder dazu kommen, dass wir im Stadion wenige oder gar keine Zuschauer sehen, wenn vorher der Beweis erfolgt ist, dass sie dort Leute angesteckt haben. Das ist ja ganz logisch. Und insofern muss man bei allem Herzblut für den Sport, das ich ja dauernd da in mir trage, muss man natürlich schauen, wie diese Abwägung ausgeht. Momentan schaut es ja trotz leicht steigender Zahlen so gut aus, dass man sehr viel zulassen könnte. Da müssen wir aber damit rechnen, dass wir wieder relativ rasch runterfahren, wenn irgendwo was passiert. Ganz kurz noch, wann wird wieder Amateur- und Kinderfußball, Jugendfußball erlaubt sein? Das ist auch dieser Tage im Gespräch, da wollen wir noch viel schneller sein. Die Zahlen sind eben jetzt einmal so gut, dass ich davon ausgehe, dass wir da nicht auf 1. September warten müssen. Aber wie gesagt, auch das ist in erster Linie, wie überhaupt alles, was wir in dem Zusammenhang reden, eine Entscheidung im Gesundheitsministerium ist. Aber ich denke, gerade für Kinder und Jugendliche oder für den Vereinssport an sich, dass wir hier schneller sein können als ursprünglich geplant. Und wir werden es aber noch in diesen Wochen bekannt geben, selbstverständlich. Und jetzt noch eine kurze Schlussfrage zu unserem nächsten Gast. Der grüne Abgeordnete Raimond, den Sie ja sehr gut kennen, hat den Rücktritt von Norbert Hofer als Parlamentspräsident gefordert, wegen der Aussage, der Koran ist gefährlicher als Corona. Die SPÖ übrigens auch. Was sagt der grüne Bundesparteiobmann? Ja, mir ist das Zitat des Parteivorsitzenden Hofer neu. Es erinnert mich ein bisschen an diese kiklischen Versuche zum Dichten. Ja, mir hat immer noch gefällt, Bratelfett statt Minarett. Aber Scherz beiseite, das ist untragbar. Und wenn das parteipolitische Pferd, das offensichtlich beim Kickl ausgekommen ist, jetzt den Hofer reitet, dann kann er nicht dritter Präsident sein. Das ist ganz logisch. Das heißt, Rücktrittsaufforderung als dritter Nationalratspräsident. Ja, ich würde keinen Grund sehen, diese Forderung zurückzunehmen. Ich kenne den Vorhalt nicht, ich kenne nicht einmal das Zitat, man lernt beim Wolfgang Fellner live immer was dazu. Und insofern ist es so von mir kommentiert worden. Und mit dem Michel Raimond stimme ich ja in den allermeisten Fragen überein. Und ich glaube, er wird sich da einiges dabei gedacht haben. Aber ich finde es, ehrlich gesagt, ich finde es wieder einmal unsäglich, damit eine Religionsgemeinschaft, da stehen ja viele Menschen dahinter, auf diese Art und Weise zu diskreditieren. Wir haben gerade, weil Corona in diesem üblen Wortspiel vorkommt, gerade in Corona-Zeiten gelernt, mehr zusammenzuhalten, und man sollte diese Spaltversuche relativ rasch wieder eindämmen, und wenn die Rücktrittsforderung dazu hilft, dann ist sie doppelt nützlich. Gut, danke, lieber Vizekanzler, danke, Werner Kogler, danke für diesen Live-Einstieg am Abend aus dem Vizekanzleramt. Wir machen eine kurze Werbepause und dann kommt der Mann, um den es geht, und der soll uns erklären, was er sich dabei gedacht hat, als er tatsächlich allen Ernstes gesagt hat, der Koran ist gefährlicher als Corona. Gleich bei uns, Norbert Hofer, der Mann, der vor Corona keine Angst hat, aber vom Koran eine gewaltige. Gleich bei Fellner Live.